Eine heiße Sohle aufs eiskalte Parkett legten die Gäste bei der Christmas Disco in der Eissporthalle Hasefeld. Musikalisch stand der Abend ganz im Zeichen der Weihnachtshits. Die wurden immer wieder zwischen den aktuelleren Hits gespielt. Die Themenabende kommen gut an. Rund 600 Jugendliche wagten sich an diesem Abend aufs Eis. Und das war bereits wenige Minuten nach der Eröffnung gut gefüllt. Moin Jungs. Seid ihr denn oft hier? Ja, schon. Ja. Fast jeden Tag. Ja. Mindestens einmal in der Woche. Was macht euch denn am meisten Spaß? Ja, die Freunde treffen und Musik, die passt einfach. Wegen Freunde und Fahren. Ja. Musik und Eislauf. Musik, ja. Und beides. Und dass man Freunde treffen kann. Und auch als Kombination. Und ja, dass man halt auch Tricks ausprobieren kann und so. Eislaufen, Freunde treffen und gute Musik. Es ist also die Mischung aus allem. Und wenn ihr so oft hier seid, wie gut seid ihr denn da auf einer Skala von 1 bis 10? Also 8. Dann könnt ihr mir ja sicherlich schon ein Salto vormachen, oder? Nein! Ja, klar! Und ihr auf einer Skala von 1 bis 10? 100. Das klingt ja gut. Und weil Videoredakteure standardmäßig nicht mit Kufen kommen, haben wir den jungen Profis mal eine unserer Action-Cams in die Hand gegeben. Die folgenden Bilder können Schwindelgefühle auslösen. In Hasefeld ist die Eiszeit gerade erst angebrochen. Eisdiskos gibt es noch bis zum 17. März. Auf der Strecke auch viele Themendiskos. Alle Infos gibt es auf hasefeld.de unter der Rubrik Eissporthalle.